Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zeitauge, zurück zu einem neuen Game und zwar Stronghold. Es hat ein bisschen gedauert, bis es funktioniert hat. Warte mal, Essen. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, so nebenbei. Genau. Wo finde ich denn hier den Kornspeicher? Hütte. Da, wo die Sichel ist. Ach, Sichel, ich dachte beim Apfel. Kornspeicher. Hier. So, Ach, man kann nicht rausscrollen. Nee. Ist ja viel zu nah. Wo bin ich denn? Das wird richtig schön. So, ich starte links. Du warst der andere, oder? Ja, ich war der andere. Die Map ist gar nicht so groß. Ich dachte, die wäre viel größer. Nee, die Maps in Stronghold sind allgemein ziemlich klein. Ja, ich habe trotzdem keine Ahnung hier. Was, wo, Essen? Holzfäller, wuff. Ja, Holzfäller besorgen dir Holz. Ja, wo? Das ist deine mit Abstand wichtigste Ressource. Ich wünschte, ich wüsste, wo der Holzfäller wäre. Lass mich mal suchen. Holzfäller ist unter Werkstätte, da wo der Hammer ist. Was ist denn da für eine Vorratslager? Holzfällerhütte ist mit so einem Brett. Für die Leute, die es jetzt nicht genau wissen, wie das Spiel hier abläuft, es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Glotzi und ich spielen gegeneinander. Warum laufen denn meine Truppen dann plötzlich dahin? Warum habe ich so viel Zeug direkt am Anfang schon hier stehen? Weil das höchstwahrscheinlich in den Einstellungen so war. Egal, beschwer dich lieber nicht. Wo kann ich denn Holz? Warte kurz, wie viele? Ich habe gar keine Bauern mehr. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Häuser? Du brauchst Häuser, damit kriegst du Arbeiter. Du hast aber momentan ganz viele Arbeiter. Wo sehe ich denn? Du musst Felder und Holzfäller einstellen, also bei dem Apfel farmen. Ich würde dir empfehlen, entweder mit der Käserei oder mit dem Obstgarten zu beginnen. Bei mir stehen irgendwie schon 3 Obstgärten, glaube ich. Nein, ich sehe keinen Obstgarten. Bei dir steht kein Obstgarten. Ach so, gucke ich gerade die ganze Zeit bei dir oder was? Ja, du guckst. Oh, du Pfeife! Ja, was weiß ich? Ich weiß nicht viel. So, okay, wie geht das Spiel? Ja, du wirst mich in ein paar Minuten zerlegt haben. Nein. Doch, doch. Nein, Glatzi. Ich bin ein kompletter Noob in dem Game. Sehe ich schon. So, was brauche ich? Mühle. Was sind denn das für Einheiten? Speerträger? Eine Bäckerei. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Das Schöne ist, wir haben ja keine Feuer. Das heißt, wir müssen nicht darauf achten, dass wir die Gebäude irgendwie zu klein stellen müssen. Also zu weit auseinanderstellen müssen oder so. Das können wir in Ruhe ignorieren. I don't know. Ich bin überfordert mit dem Spiel. Ach, Glotzi. Wie viel Bullen braucht man für einen Steinbruch? Für einen Steinbruch reicht eigentlich ein Bulle. Okay. Du kannst aber mehr machen. Deswegen. Obstgarten. Kann es sein? So, das geht aber nicht. Ein Kinderspiel. Ja. Junge, du stellst eine Holzfällerhütte wortwörtlich neben meine Burg. Wo denn? Wie denn? Was denn? Achso, das Ding konnte ich bauen? Ja, das hast du gebaut. Wieso kann ich das denn da überhaupt hinbauen? Keine Ahnung, aber jetzt ist es sowieso weg. Ja, das habe ich gebaut, weil ich dachte, das wäre mein Gebiet. Alter, du solltest mal so ein bisschen auf die Farben der Wappen achten. Hä? Auf der Mini-App sind keine einzigen Farben. Schau doch mal. Ich meine vor dem Spiel. Ich habe mir doch nicht meine eigene Farbe gemerkt. Naja, du siehst ja jetzt das Orange. Ich sehe, du hast schon Steine, du hast Baufelder. Du musst. Wieso kann ich? Ja, ich kann keine Obst. Ich kann keine Obstgärten bauen. Obstgärten kannst du nur auf den grünen Flächen bauen, da wo die Wiesen sind. Deswegen, auf den grünen Wiesen wachsen übrigens auch Bäume und so weiter, deswegen, da kannst du eigentlich auch Holzfäller hinstellen. Achte immer darauf, dass Holzfäller und so weiter immer so nah wie möglich an den Bäumen sind, damit sie halt eben keinen so langen Weg haben. Na? Also deswegen. Bringt dieser eine Holzfäller gar nichts, den ich da gebaut habe?
Doch, aber er braucht ziemlich lange. Verstehst du? Kann man den irgendwie abreißen? Ach so, der Holzfäller, den du bei mir gebaut hast, den habe ich schon für dich abgerissen. Nein. Geh mir nicht auf den Sack. Das ist das für nix. Okay, das ist das für nix. Holzfällerhütte. Hier. Die pflanzen die selber an, oder wie? Bäume. Das wird alles, Bäume? Nein, die spawnen von sich aus. Ja, was bringt es dann, eine Holzfällerhütte auf eine Wiese zu stellen? Um das Gebäude zu verwalten. Gar nichts. Du solltest sie da in die Nähe stellen. Oh. Du hättest sie nicht abreißen müssen. Du hättest sie da auch stehen lassen können. Und kriegt man keine Kostenrückerstattung? Nein. Viel Scheiße. Überhaupt nicht anfängerfreundlich. Ja, ich hab dir den Vorschlag gemacht, lass uns... Das Vorratslager ist voll, my lord. Du hast den Vorschlag gar nicht eingehalten, du hast einfach gestartet. Ja, weil ich dachte, dass du das so wolltest, weil du schon an deinem Aufnahmeprogramm und so weiter rumgespielt hast. Das... Hä? Deswegen. Da war ich mir nicht so sicher. Nein, du hast einfach gestartet. Plötzlich, ich hatte Angst vor dir. Du hast einfach gestartet. Ich hatte Angst vor dir. Wieso Obstgarten, ja, bringt halt erstmal nichts, oder was? Ja, die müssen erstmal anfangen zu produzieren. Oh, ich habe keine Bauern mehr. Ach, scheiß auf, ich baue. So. Für die Leute, die sich übrigens wundern, Grotzi, du hast schon gesagt, dass das dein erstes Spiel überhaupt ist in Stronghold, ne? Ja, hab ich. Okay. Perfekt. Also, schön Glotzi dafür flamen, dass er ein absoluter Noob ist, ja? Weil er kann zu 100% was dafür. Er hat Stronghold nicht vorher gespielt. Dafür habe ich auch nur gespielt, was du noch nie gespielt hast. Das stimmt ja, das wollten wir doch auch irgendwann mal spielen oder so. Mhm. Oh, da wirst du mir aber so richtig auf die Fresse geben. Und Anno ist noch ein bisschen komplizierter als das. Glaube ich zumindest. Wie können wir helfen? Man muss sich nur hier. Anno hat ja noch Wege und so weiter. Hier brauchst du ja gar keine Wege, oder? Nein, hier brauchst du keine Wege. Ja. Das machen alles die kleinen Figuren selber. Deswegen. Oh, ich sollte bald eine Waffen. Eine was? Ich sag mal lieber nicht, was ich baue. Was ist das? Ich bin komplett pazifistisch. Hopfen. Das musst du mir glauben. Ich bin friedfertig, ich bin liebevoll. Wo sieht man denn sein Geld und so, oder? Siehst du diesen Typen, der dich so dämlich angrinst? Ah, da. Ja. Da sieht man auch die Arbeiter, wie viel gerade ausgelastet sind. Ja. Besser gesagt, wie viele Arbeiter du maximal haben kannst und wie viele du momentan hast. Das ist ganz interessant, falls die Leute angepisst auf dich sind. Okay, keine Ahnung. Ja, gut, die wachsen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe gehört, du hast Anno verpasst, leider. Das war für 3,74 € mit Erweiterung im Angebot. Das ist jetzt ein Scherz von dir, oder? Nein. Oh, scheiße. Oh, fuck. Okay, ja, ich hab's verpasst. Solltest du es mal auf die Wunschliste setzen. Zap, ja. Und ich kann dir sagen, also ich rede jetzt über Anno 1404. Oh, wo überfällst du mich denn jetzt schon? Ich überfall dich gar nicht. Hä? Bei mir, ich werde überfallen. Literally, ich habe keine Einheiten ausgesandt. Ja, bei mir steht, wir werden überfallen. Junge, guck mal. Ich habe da einen Burgtor gebaut. Ja, da sind alle ja. Meine Bogenschützen und so weiter, ne? Deswegen, ich guck gerade nach. Hast du vielleicht aus Versehen bei mir was gebaut und das attackieren? Nee, können die ja gar nicht. Nö, ich habe ja nur das eine Ding da gebaut. Gut, ich bin überfragt. So, aber ich kann noch ein paar Ochsen bauen. Wo sehe ich denn meine... Bauen? Nein, ich will das hier bauen. Vorratslager, ah, das Ding. Okay, Waffenkammer. Türme. Katapulte. Wir benötigen Burgtor. Das ist wahre Macht. Game? Ah, okay, du bist noch am Leben. Ja.
Ja, du weißt doch, dass ich schnell Angstzustände bekomme. So, was brauche ich denn hier? Bäckereien. Hm. Okay. Ihr habt nicht genügend Güter. Wie weit können deine Türme schießen? Kann man das irgendwie anzeigen lassen? Nee, kann man auch nicht anzeigen. Nichts, okay. Ist ja blöd. Ja, das Spiel ist blöd. Können die Leute da hochgehen? Gehen die einfach so hoch, ohne Treppen oder sowas? Wow. Auf das Burgtor? Ja, das Burgtor dient als Treppe. Okay. Türme? Was gibt's denn hier für Türme? Ding. Kann man die Türme direkt daneben stellen? Oder muss das mit der Mauer verbunden sein? Türme kannst du direkt daneben stellen, das ist kein Problem. So, ich brauche Essensversorgung. So, was können die denn... Oh Gott, ich brauche Ochsen. Und ich habe keine Ahnung. Was denn? Ihr könnt das da produziere ich irgendwas. Da produziere ich irgendwas. Okay. So, bekomme ich meine Steine? Ja, meine Steine kommen an. Was ist eine Kapelle? Was ist eine Kirche? Was ist eine Kathedrale? Und die brauchst du, um die, damit die Bevölkerung dich mehr mag. Okay. Na, deswegen, du kannst zum Beispiel Steuern erheben, dann mag dich deine Bevölkerung weniger und das kannst du ausgleichen, indem du ein paar Kapellen aufbaust und so. Dann sind die ganz happy auf dich. Deswegen. Alter, was machst denn du da schon für eine Produktion? Hä, gar nix. Ich sehe es. Das sind alles Bäcker. Hä, ja, man braucht nur ein Feld und ganz viele Bäcker? Ja, Felder sind richtig wüt. Also, hätte ich das mal früher gewusst. Ich habe einen Bäcker und ein Feld. Ja, das läuft ein bisschen anders. Und guck mal, wie viel Mehl, ne? Diese weißen Säcke, guck mal, wie viel Mehl ich da noch übrig habe von den zwei Mühlen. Das sind Säcke? Ich habe gar keine übrig. Die brauchst du aber, damit die Bäcker arbeiten können. Du brauchst eine Mühle. Wo sind die? Wo kriege ich denn eine Mühle? Auch wieder unter der Sichel. Ne? Heißen auch Mühle, also insofern musst du nicht viel nachgucken. Ach da! Eine von den Spezialmühlen. Ich glaube, wenn wir das Spiel nochmal spielen, geht es ein bisschen besser. So, ja, ich muss auch nochmal üben. Ich habe es ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Wenigstens kennst du die Funktion. Ich freue mich schon auf Anno. Oh, ich überhaupt nicht. Ich sag's mal so, ich kann innerhalb von einer Stunde... Du kennst ja Anno... Hast du mich jetzt überhaupt gebaut? Okay. Anno, kennst du ja, dass du verschiedene Stufen hast? Ja. Ich bin innerhalb von einer Stunde bei Stufe 3. Oh, leck mich doch. Etwa. 1 bis 2 Stunden bräuchte. Jesus Christ, wie viel kostet ein Stall, Alter? Ach so, ich habe momentan 0 Steuern. Kann das sein? Ihr habt nicht genügend Güter. Mhm. So, das minus 2. Achso, man muss die Nahrungsvorräte. Hä? Meine Lebensmittelvorräte schwinden dahin? Was? Achso, ich muss jetzt mal mehr Bäcker bauen, damit das überhaupt funktioniert. Ja, desto höher deine Bevölkerung ist, desto mehr Futter brauchst du. Ist ja klar, ne? Wie viel Bäcker gehen auf eine. Das habe ich nie ganz ausgerechnet, aber es ist fucking viel. Das ist unglaublich. Achso, ich muss mir. Okay, Holzfäller. Ich brauche Holz für Holzfäller. Uff. So. Und das mit den Mauern ist auch ein bisschen blöd, weil man kann nicht auf Steine Mauern bauen, so muss man da rumbauen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja. Oder? Verstehe ich das gerade falsch? Weil du kannst... Oder kannst du nicht... Hä? Hast du mich gerade beschossen? Oh! Alter, nicht dein Ernst, du kannst so weit schießen. Ja, das ist wegen meinen Ballisten. Wow. Ist ja kacke. Nein, das ist super. Ballisten sind das Geilste, Alter. So, Wo kann ich denn überhaupt. Wo könnte ich denn überhaupt Ballisten bauen? Besser. Ich brauche Steinbrüche. Arbeitet, meine Sklaven, arbeitet! Bringt mir mehr Eisen! Für auf jeden Fall keine Schwerter und Schilder. Das ist wahre Macht. Was faselt der bei mir die ganze Zeit von das ist wahre Macht?
So, warte mal kurz. Wohin gehen wir? Ich will ja... Wie kriegt man den Baumeister? Die... Da brauchst du eine Baumeistergilde. Wo finde ich die? Wenn du auf die Burg gehst, da hast du so eine Spitzhacke. Warte, ich muss erstmal hier wegen Holz. Ich brauche mehr Holz, ja. Du brauchst mehr Holz, Alter? Ich kann dir Holz geben. Ach nee, warte, wir sind ja verfallen. Ich habe nur einen Holzfäller gebaut. Ich überlege gerade, wo ich meine Produktion noch weiter optimieren kann. Du kannst mich eigentlich jetzt schon vernichten. Komm rüber. Selbstverständlich könnte ich... Und vernichte mich. Dann ist es ganz schnell vorbei. Wir sind doch erst bei 18 Minuten. Dann ist es der erste Test. Yay! Hallo, gib mir Holz, du scheiß Holzfäller. Mach schneller, bitte. Aber ich muss tatsächlich zugeben, unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ich spiele Stronghold tatsächlich eher aufgrund von dem Wirtschaftsmanagement und so weiter. Ja, dann wirst du ja Anno lieben. Deswegen, also ich liebe so ein bisschen so das Micromanagement. Deswegen mag ich hier. Dann wirst du ja auch wirklich Anno lieben. Und du hast Anno noch nie gespielt, Mann. Du liebst Wirtschaftsmanagement und hast Anno noch nie gespielt. Wie kannst du sowas nur machen? Ja, leb damit. Mann, ich benötige Holz! Was bist denn du so langsam an... Junge, du kannst doch... Du hast 2000 Gold bei dir, Junge! Bau dir doch erstmal, hier, so einen Markt, damit du Sachen kaufen kannst. Was für ein Markt?! Ich hab doch keine Ahnung von den ganzen Dingern! Warte, wo ist der Markt? Apotheke, ja, musst du auf den Hammer gehen, auf den Hammer, ne? Werkstätten. Ganz rechts, Marktplatz. Der Marktplatz. Da kannst du alle möglichen Güter kaufen und verkaufen. Dafür brauche ich Holz. Ja, aber da kommt gerade bei dir neues Holz. Ach ja, ich mag deine Burg nicht. Ich reiß sie, glaube ich, bald ein. Keine Ahnung, das ist eher ein nicht vorhandenes Etwas. Wenn du dir das genau anschaust mal. Konstruieren Belagerungsgeräte. 3. Nee. Warte. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Ich habe keine Goldprobleme, Kappa. Ja, du hast bis jetzt ja auch nichts gebaut. Was ist hier vielleicht noch ein bisschen? Und da hier noch. Was soll hier vielleicht noch und dann keine Ahnung. Euer Gnaden? Was wünscht wo sehe ich, wie viele Arbeiter momentan in. Ach so, die Arbeiter, die da am Lagerfeuer sind, sind free. Genau, das sind deine Free-Arbeiter. Das sind deine Freelancer. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh, weißt du, was das Problem ist? Mein Militär ist bald größer als meine Bevölkerung. Ernsthaft, etwas mehr? Was? Nein, ich baue Vorgartendekoration. Meine Arbeiter sterben, weil deine Ballisten eine übelst hohe Reichweite haben. Das ist so. Ja, dann bau deine Bauarbeiter einfach nicht dahin. Da steht mein Holzfäller. Das ist meine Junge, wenn du auf Konflikt mit meiner Vorgartendekoration gehst, kann ich nichts dafür. Ja, meine Vorgartendekoration ist friedlich. Das ist mein. Dieses Wirtschaftssystem ist ja total. Das ist total simpel an sich. Ja, ist es. Darum liebe ich es ja auch. Anno ist wesentlich komplizierter, aber ich krieg das gerade nicht auf die Reihe, weil ich nicht weiß, was was ist. Wir sind bereit. Okay, du brauchst Eisen, du brauchst Stein, du brauchst Holz. Was haben wir? Eisenmine. Wo ist hier Eisen? Das Ding ist wahrscheinlich Eisen. Das heißt, ich brauche. Muss ich die Eisenmine da drauf platzieren? Bogenschützen bereit. Eisenminen musst du auf Eisenminen. Die Löwen greifen an? Oh, es gibt Löwen im Spiel. Oh, warte. Oh, LOL, du hast bei dir unten Löwen! Warte. Das sind da ganz unten, direkt wortwörtlich neben deiner Holzfällerhütte. Wie kommen die denn da hin? Ja, die sind. Ich habe auf meiner Seite überhaupt keine Löwen. Wie geil ist das denn? Sind die schlecht? Die greifen deine Einheiten an. Du solltest da ein paar Bogenschützen von dir hinschicken. Schick einfach deine Bogenschützen hin, die können die umlegen. Sobald ich die da hinschicke, greife ich an. Ja, so, die sind aber schon tot. Oder? Nein, die schlafen. Hä, wie kann ich die denn angreifen? Nimm die Bogenschützen und stell sie in die Nähe, die attackieren die dann. Achso. Sofern du deine Bogenschützen auf aggressiv gestellt hast, natürlich. Warum mache ich das? Markier einfach die Einheiten und dann hast du da so eine Faust. Und mein Bogen ist einfach euer. Anklicken, das ist die Angriffshalter. Ach, du hast deine Balliste wahrscheinlich auch auf
Ich habe alle meine Einheiten grundsätzlich immer auf Angriffshaltung. Ich meine meine Vorgartendekoration. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Hä? Angriffshaltung ist aggressiv, aber die machen nichts. Wow. In Bewegung. Das ist halt... Ja, aufgrund ihres pazifistischen... Doch, jetzt! Wie viele sind das bitte? Wo? Bei wem? Hä? Wo Guck dir mal an, wie viele Löwen das sind. Das sind hier ein paar. Du solltest deine mal ein bisschen nach hinten genau. Ja, mach ich schon die ganze Zeit. Ich kite die ein bisschen. Ja, weil die Löwen machen ganz schnell klein aus deinen Einheiten. Ja, jetzt werden sie schneller. Hä, aber hatte ich nicht mehr Bogenschützen? Schatzkammer, my Lord. Scheiße, ich hab... Weißt du, was mein großes Problem momentan ist? Ich komme mit meiner Produktion von hochwertigen Gütern nicht hinterher. Wir benötigen Gold. Das ist echt scheiße. Aber wie weit können die schießen? Ihr habt nicht genügend Güter. Warte kurz, das hier sind zwei Rüstungsschmiede, dann baue ich noch einen Schwertschmied. Ja, ich werde gerade gekillt. Kopf hoch, Glotzi. Oder? Warte. Du wirst jetzt ernsthaft von ein paar Löwen zerlegt? Nee, die sind doch jetzt alle tot. Aber wieso? Ich hatte doch eben 5 Bogenschützen. Wo sind meine 2 anderen hin? Die sind einfach weg. Man hat doch 5 Bogenschützen am Anfang, oder? Ja. Ja, da sind nur 3. Die anderen sind irgendwo weg. Geil. Ja, dann hat sich ein Löwe vielleicht ein paar Snacks gegönnt. Nee, die waren ja schon beim Runterlaufen. Oder markier die mal. Markier die mal. Und wie viele sind 3. LOL. Die sind einfach weg. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Kann man die auf der Minimap? Da hast du die etwa zu nah an meinen... Jetzt weiß ich, woher die Angriffsmeldungen kamen. Ah, deine Scheißballiste. Das ist so unrealistisch, die Scheißballiste. Ja, sei froh, dass ich da oben drauf keine Katapulte stehen habe. Wie viele Meter sind denn das bitte? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 Meter kann keine Balliste schießen. Ein Bogenschütze kann circa 50 Meter im Real Life schießen. Außer er macht einen Weitschuss. Aber dann trifft er meistens nicht. Das ist so, als würde man die mit das... hier übrigens auch verfehlen, ne? Ich weiß, habe ich gemerkt. Aber dennoch, was ist denn das für ein Bullsch? Ich darf mich nicht aufregen. Ich merk's gerade. Da finde ich Anno auch besser. Ich werde dich in Anno so mobben, wenn wir Anno spielen. Das kriegst du so zurück. Das kriegst du so zurück. Oh, ich habe aber auch so Angst vor... Ich habe tatsächlich Angst vor dir, dass du mich überrennst, ne? Womit denn? Ja, keine Ahnung. Ich habe Schiss davor, dass du irgendwie... Junge, wie viele Steine hast du? Ich verbrauch die ja nicht. Du könntest dir anfangen, eine Burg zu bauen. Du könntest anfangen... Beliebtheit steigt. Du könntest anfangen, Kasernen zu bauen. I don't know, wo finde ich die? Burggebäude, da hast du Unterkünfte, Pfeilmacherposten. Das ist Waffengebäude, die Armeegebäude, meinst du? Nee. Genau. Baumeistergilde. Wo soll ich denn die hin? Hier hin? Da, die kannst du nur einmal bauen. Naja. Was ist hier für ein Fall? Achso, das ist dann wieder zurück. Steht zu Diensten. Pechkessel. Tunnelbauergilde? Was? Ja, Delle? Es gibt alle möglichen Einheiten. Oh, sollte ich erwähnen, dass sobald du mich angreifst, ich meine gesamte Vorgartendekoration in deine Richtung entsandt werde? Ja, erwähnen das ruhig. Was noch besser ist in Anno, ist, dass du erstmal die Map erkunden musst. Oder hast du das einfach ausgestellt? Nö, aber da musst du ja auch bedenken, dass dieses Spiel einfach viel älter ist. Schatzkammer leert sich. Ich habe das bei jemand anderem gesehen, das Spiel hatte sowas wie Nebel, oder nicht? Ja, ich weiß noch, welches du meinst, ich habe aber den Namen vergessen. Ist wahrscheinlich Stronger Crusader 2 oder so. Es werden Rekruten. Würde ich mal schätzen. Es kann gut sein. Sieht fast gleich aus, das Spiel. Ja, das ist das Höchste. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mit ein bisschen größeren Maps, ein bisschen, ich glaube, ein bisschen besseres Overlay. Obwohl, das Overlay ist halt simpel, aber man hätte auch alles einfach in 1. Verdammt.
Es gibt nur zwei Hersteller. Natürlich bin ich der Zweitgrößte, wenn ich das Spiel nicht kenne. Eure Befehle? Okay, ich hab 15. Warte mal, hier. Moment. Bin zur Stelle. Ja, das Vorratslager ist voll, ich weiß. So. Wenn ich jetzt... Moment. Ich brauche keine Türme, ich brauche... Das... Hundezwinger, Wettfinfick, Pechgrube, Mörderlöcher... Ich bringe hier gerade mein gesamtes Militär durcheinander. Ich meine Vorgartendekoration. Mhm. Rücken aus! Ja, wie findest du eigentlich meine Vorgartendekoration, die ich da habe? Ich habe mir viel Mühe bei ihr gegeben. Ja, ja. Der Kornspeicher ist voll, my Lord. Was? Oh, ich kann mein Essenslager nicht weiter füllen.